Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben letztes Mal eine wiederhergestellte Erinnerung aufgemacht. Das ist Leonardos Versch. Ich soll mal Leonardo helfen, den Assistenten Salai zu finden, den dann zu Leonardos Werkstatt zurückzubringen. Und sie soll mindestens 4 Quadrate behalten. Das heißt, wir dürfen hier kämpfen. Aber erstmal werde ich ein bisschen Geld abheben. Jetzt haben wir 16.000. Was hast du hier Schönes? Beutel. Messererweiterung. Schwere Schwert. Mal große Waffen ziehen. Okay. Hochbombenbeutel. Oh, ist der teuer. Natürlich. Verstehe. Ciao. Ich habe erstmal Interesse an anderen Sachen. Und zwar an der Armbrust. So, Munition. Armbrustbolzen sind voll, sehr schön. Bitte kommt jederzeit wieder. Kauf mir doch mal ein Messerbürtel. Für die Damen gibt es Schals. Und Foulards. So, Beutel. Mittlere Fächer kostet 6.000. Großer Fächer kostet 6.000. Okay, dann müssen wir Geschäfts. So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Messer. Arrivederci. Wir fertigen Werk. Munition, Wurfmesser. Ach du, ich bin mir mehr. Ich habe fast gar keine Wurfmesser mehr. Kann ich auch zweimal mitnehmen? Bis nächstes Mal. Arrivederci, Messere. So. Das sind Glückswürfe, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja, auf ein neues. Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Was sind das denn für drei Kapuzenträger? Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Du wirst nicht entkommen! Mörder! Heilige Jungfrau schütze uns! Okay, dann machen wir ein bisschen an. Das für komische Typen. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut, ich laufe vor. Ihr hinterher.
Die haben richtig gutes Zeug dabei. Treffen. Da hinten. Ach du, die ist ein bisschen sehr weg. Wo ist mein Pferdchen? Da ist mein Pferdchen. Was? Machen wir uns mal auf den Weg. Packt ihn! Mann. Das sind ja ziemlich nervig, die Dinger. Die Typen. Ha, gute Vorstellung. Du passt echt. Drüben müssen wir hin, okay. Der muss spät dran sein. Nee, in dem Fall ist es ein Kerl. Was soll das? Es ist schwer seit. Mann, lass mich doch hin. Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! Seinen Heeresführern höchst ertragreich geführt. Mutter Kirche darf mit fetter Kriegsbeute rechnen, um ihren Ruhm zu mehren. Ich umgehe sie. Es ist einfach kein Geld. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagte, er hätte etwas Wichtiges entdeckt.
Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig. Ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Morgen für einen Kampf. Folgt mir! Ist das nicht verboten? Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hatte. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Tag. Ob euch dieser Schuh passt? Spürt meine Klinge! Lasst ihn nicht entkommen! Angriff! Packt sie! Da ist er! Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Ah, packt ihn! Packt sie! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Packt sie! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter! Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Frag den Meister selbst, wenn wir ankommen. Mit den Zusatzeinnahmen wird ein Monument zu Ehren seiner Heiligkeit Papst Alexander errichtet. Was gibt es noch? Komm, Ian, nicht ins Gesicht. Ich brauche mein Gesicht. Und wieder hat er Glück. Okay, das haben wir schon geschafft. Oh, da wäre gewütet. Maestro! Sie haben ihn. Nein, er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand, wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Cazzo. Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen.
Mal wieder zu Lucretia hier. Na ganz toll. Dazu müssen wir nach Norden. Oh, ist lecker. Der Senat ordnet an, dass alle Schweine so schnell wie möglich zu schlachten. Nur einen, kein Respekt. Geht doch mal aus dem Weg, was soll das schon? Was jetzt vor uns wartet. Think where are you? Eine hübsche Villa. Der eine, der entkam. Den Palazzo Belriguardo infiltrieren, Duencia Borgia zu finden, um die gestohlenen Gemälde aus der Villa aufzuspüren. Niemand tötet, wo es wird schwer. Habt ihr den Ausritt genossen, Duquesa? Kaum. Ich musste wie der Teufel reiten, aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Aber das verstehe ich nicht, Duquesa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum und mich sicher. Doch jetzt jagen sie mich, sie wollen meinen Kopf. Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr einen Eindringling seht. Na, ganz toll. Sein Weib ist von Sinn. Ich soll niemanden töten. Na, das wird ja richtig lustig jetzt. Die Frage ist nur, wie komme ich darüber mit so einem. Fällt, wo es kommt. Nein, ich wurde entdeckt. Okay, ist gerade das Spiel abgestürzt. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr gerne mal ins Video klicken, die ist da verlinkt. Ich freue mich auf Kommentare und Rückmeldungen von euch. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao!